So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rompolo 2 mit Sparta. Ja, was machen wir jetzt? Wir werden das King fighten. Weil ich glaube nicht, dass wir so viele Verluste haben werden. Klar, er hat sehr viele Bogenschützen. Aber wir haben Kavallerie. Also ohne unsere Kavallerie könnte ich es verstehen. Aber so haben wir, glaube ich, gute Chancen, ihn zu zermalmen. Regen warten. Trocken starten. So, was ist das für ein Ding? Das ist die ganz normale. dieser Strich hier. Ich würde sogar sagen, dass wir relativ normal anfangen. Also die stellen sich meistens hier sehr fett auf und ein bisschen da. Und wir werden komplett auf hier gehen. Also da zwei kommen noch hier dazu. Die gehen erstmal in die Mitte. Kavallerie passt hier hinten auf. General in der Mitte. So, gut, dann gehe ich mal auf voraus. Hier sind schon mal germanische Jugendliche. I hate it. Ah, nee, mach mal schnell. Ich will dieses Mal mehr Dampf machen. Also dieses Mal will ich wirklich hier reinkommen. Nicht so wie letztes Mal. Also letzte Folge war ja wirklich katastrophal. Wow, die sind ja schnell dabei. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Welche versteckten Einheiten? So, da hinten ist auch nochmal ein Fernkämpfer. Ja, du darfst einmal reinschießen, macht aber nicht. Oh, das war knapp. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Das ist natürlich jetzt mega fies. So, die haben ein bisschen was verloren, aber nur ein bisschen was. Das ist wunderbar.
Und dann gehst du noch hier. Und ihr geht so hin. Der stellt sich mal in den Wald und schaut, was passiert. Wir werden halt hier jetzt komplett vernichtet. Boah. Aber wie lange der aushält, ne? Krass. So, und weiter geht's. Ihr bleibt mal hier. Ihr geht auch mal hier rein. Du auch. So, sehr schön. So, mach mal mehr Dampf hier, weil hier kommen schon die nächsten, die hier durch müssen. Ich weiß nicht, ob der schon gelandet ist. Und wenn ja, wo? Weil ich glaube, bald werden wir es erfahren. So. Ah, hier kommt der Erste. So, dann werf mal, bevor ich werfe. Ah, hier kommen sie. Gut. Dann kann ich ja jetzt die Kavallerie holen, weil anscheinend sind hier die Bogenschützen. Ja, ihr interessiert niemand. Versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. So, sehr schön. Und so. Das ist alles ziemlich easy sogar. Dann charge ich hier mal wieder rein. Und der ist auch schon ein bisschen geknickt. Die bekommen jetzt schön Futter. Ein
Und dann charge ich hier mal rein und dann da und dann ist es sowieso schon vorbei. Wobei, hier kommen jetzt die zweiten, Autsch. Uiui. Hier kommen die zweite Armee. Das ist so ziemlich krass wurscht. So, dann kommen die. Ich spur mal ein bisschen vor. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Na, von da. Ah ja. Oh. Das ist der Nachteil, wenn man vorspult, ne? Unser General wird angegriffen. Das jetzt machen wir halblang. Oh. Ich habe die nach außen gedreht. Ah, das ist natürlich nicht so gut. Haben die sich jetzt umgedreht? Ja, danke. Ist hier noch ein Bogenschütze? Ich glaube nicht. Ah. Wow. Easy. Verluste 190. Ja, das sind keine 70%, nicht? So, gut. Da haben wir auf... Ja, warte, Feinde gefangen haben wir 280. Okay. Ich möchte mal kurz ausrechnen. Warte, 30. 553. Gut. Okay. So, also 553 wären 70%. Oder beziehungsweise 30%. Und wir haben sehr viel weniger davon verloren. Ja. Wow. Habe ich... Wow. Wir hatten 1000... Also, warte mal. Wir hatten 1000... 900 irgendwas. Und wir haben 197 verloren, oder? Und da musste ich wirklich das ausrechnen. Das ist doch easy. Wow. Gut, hier müssen wir schauen, dass wir hier nicht, dass wir hier nicht die 300 jetzt vollständig verlieren. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Hier müssen wir auch schauen, dass wir bald mal Partien platt machen. Also bald, also, hat ja keine Eile, nicht? Ja, früher oder später müssen wir die vernichten. Gut. Ah, der hatte noch ein Diamantding. Und hier, ich war halt doch noch nicht fertig. Ach hier. Aber das erforsche ich ja gerade. Das haben wir. Ups, das haben wir auch neu. So, das hier oben.
Okay, jetzt sind wir fertig. Gut. Das war der General, der zur gegnerischen Fraktion gehört, glaube ich. Ja, und jetzt greift mich der Römer an. Eieiei. Aber durch, also dadurch, dass ich jetzt die Söldner habe, ist es, glaube ich, kein Problem. Hui, 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 hui. So. Funny, ich muss auch, wow. Ja, da sind halt sowas von im Arsch. Ich muss jetzt auch nicht auf den General aufpassen. Der General darf, kann auch sterben. So, hier kommen die beiden. Und hier. Das war's. Die Frage ist, ob er hierhin geht oder hierhin. Sieht so aus, als würde er hierhin wollen. Das sieht wirklich so aus, als würde er dahin wollen. Das ist natürlich für mich jetzt auch nicht ganz so super. Aber die Hopliten kann ich von da abziehen. Das geht. Dann tue ich die hier hin. Alter, was für ein Riesenhügel, ne? Also hier mit einer Pikenphalanx hin, also so einen Kreis machen. Und der Gegner hat sehr große Schwierigkeiten. Das ist jetzt nervig, dass er nach da geht. Gerade sehr nervig. Ist gerade sehr nervig. Trotzdem hat er, glaube ich, keine Chance. Ja, wohin geht ihr? Wohin geht ihr denn gerade? Wenn Dummheit wehtut. Wir töten sie alle. Ja, und was macht der da gerade? Oh Mann. Hol jetzt mal die Kavallerie, weil sonst... ich will die hier nicht verlieren.
Bitte, ihr hört jetzt mal auf, da zu schießen. Ja, der hat halt jetzt nur noch 5, ne? Unser General wird angegriffen. Der ist halt so ultra dämlich gelaufen, das gibt's gar nicht. Das gibt's einfach gar nicht. Wollt ihr die mal irgendwie töten oder so? Das wäre sehr schön. Hier schießen. Wir hungern nach Blut und Kampf. Zu Kampf bereit. Die machen die mal fertig. Und ihr müsst mal hier Dampf machen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Kampf bereit und willig. Okay, stopp. Das bringt hier nicht viel. Ich muss schauen, dass der hier bleibt und ich muss hier so schnell wie möglich vernichten. Wir hungern nach Blut und Kampf. Weil sonst kommt er auf die glorreiche Idee, hier außen rum zu gehen und dann bin ich tot. Deswegen bitte beeilt euch. Das ist gut. Ich will mal probieren, mit denen durchzudringen. Und hier eben in den. Wohin die. So, da habe ich ja bei dem jetzt ziemlich viel verloren, aber dadurch komme ich jetzt hier durch und fuckt. Geschosse bereit zum Einsatz. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ah, gut, er hat die Pferde gesehen. Oh nein, die Pferde. Schön. Wir töten sie alle! Gladimo! Red, ihr Verfluchten! Obliegen bereit! Doppelter Geschwindigkeit! Ich geh mal weg. Schneid! Schneid, als sie angreifen! Periodische
Pikeniere! Wir stechen ihnen mitten im Herz! Tyrienische Pikeniere! Du bist auch fertig. Gut, das ist hier noch ganz gut hier. Uiuiui. Und die Kavallerie hole ich jetzt auch mal hierher. Die eigentlich? Sieht gerade eher weniger danach aus. Und hier rein. Und dann bitte ohne Verluste wieder raus. Ganz schnell wieder raus. 4-8 haben die beiden. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sehr schön. Keiner hat was verloren. Das ist gut. Sehr gut. Das ist sehr wichtig gerade. Okay, jetzt könnt ihr wieder ganz weggehen. Ja, wobei, die haben sich wieder gefangen. Dann kommt nochmal. Die haben sich wieder gefangen. Die sind frisch, das heißt. Wollt ihr mal schneller schießen? Also, der eine ist gestorben. Mal einer gestorben. So, jetzt hat. Gut. Sehr gut. Die sind jetzt nur noch halb so da. Die schießen nicht. Das ist sehr blöd. Das ist nicht sehr gut. Das ist gar nicht gut. Unser General ist gefallen. Geschosskrieger! Renn, ihr Verfluchten! Warte, die hat keine Munition mehr. Bitte schießt. Na also, jetzt schießen die, okay. Wenn die hier noch drin wären, dann würde ich versuchen, mit denen außen rum zu gehen und in den Rücken zu schießen. Aber jetzt fangen die wenigstens an zu schießen. Das ist schon mal was wert. Müde und erschöpft. Die sind noch frisch und die sind frisch. Wir erwarten eure Befehle. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Bitte nochmal gut schießen. Von hinten rein zu gehen bringt auch nichts, weil er hier ist.
Und mit der Kavallerie brauche ich sowieso nichts zu machen. Uiuiui. Okay, die müssen sich sehr schnell jetzt erholen. Die stellen sich mal hier auf. Wir töten sie alle. Mit geschossen bewaffneten Krieger. Schießen die von da auch? An sich können die von da doch schießen. Ja, komm, schießt. Los. You can do it. Wow. Kampfbereit und willig. Okay, dann gehe ich noch weiter zurück. Vielleicht können die da dann besser schießen. Oh Mann, jetzt fängt der an zu schießen. Okay, da können die besser schießen. Männer wanken. Mal kurz tauschen. Ja, schau, die sind eigentlich richtig gut. Aber die müssen halt auch wollen. Die müssen halt auch schießen. Wenn sie schießen, dann ist alles gut. Also, ja, sie müssen halt auch treffen, ne? Ich überleg gerade. Ich mache gerade mal ein Manöver. Ein verrücktes Manöver. Also, so kann ich hier besser schießen. So, jetzt volle Kanne reinschießen, bitte. Die hole ich jetzt auch, die hole ich auch. Einfach alles all in rein. Und jetzt kommt der mit der Armee auch. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Du brauchst auch nicht wieder reingehen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Nee, das hätte ich früher machen müssen. Macht Schaden. Ihr müsst die 500 ihre gesamte Munition besiegen. Gerade sieht's gar nicht so verkehrt aus.
Pferde verlieren hier. Hier sieht es gar nicht so schlecht aus gerade. Ja, schießt. Schießt, schießt. Du nicht. Sehr gut. Das ist sehr gut. Geh nicht so weit rein, ne? Geh nicht so weit rein. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sehr gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Geschosse bereit! Steinschleuderer! Befehle? Ja, Kommandant! Ja. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Warte, ich gehe mal hier zurück und der General macht den meisten Schaden gerade. Und ich versuche es mal jetzt mit in den Rücken zu gehen. Oh fuck. Ich glaube, das könnte ich sogar noch gewinnen. Los, come on. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Come on. Das ist ein schändlicher Anblick. Theriotische Pikeniere! Zu Befehl! Kommandant! Hier nochmal raus. Nochmal hier hin. Und von hier dann angreifen. Der feindliche General ist tot. Ganz wichtig. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Schnelles Marschieren! Spartaner! Geschossinfanterie zu euren Diensten! Aufliegen! Spartaner! Eine Einheit rennt vom Schlachtfeld! Da jetzt aber, come on! Du musst wanken, bitte. Oh Mann. Oh. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ich erwarte eure Befehle. Ja, mit den drei wäre es einfacher. Mit den drei wäre es einfacher gewesen. Obliegen bereit! Sparta! Ja, Kommandant! An die Waffen!
Er ist halt immer noch standhaft. Ja, er wird rot. Er wird rot. Oh, ich hole dich gerade zurück. Ja, ja, ja. Ja, Mann. Oh. Huiuiui. Wir haben 766 aufgestellt und 560 verloren. Wir haben halt nur noch 200. Oh. Oh. Boah, 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 boah. Aber vor allem glaube ich. Ja, das war klar. Aber vor allem, weil die nicht wirklich gescheit schießen konnten. Ich hätte das von Anfang an ja ein bisschen anders machen müssen, aber. Boah. Ich versklav die. Vor allem jetzt kommt noch der da. Also ich glaube, dass die 300 jetzt ja vernichtet werden. Uiuiuiuiuiui. Ein Zeichen, vielleicht in Form einer kleinen Geldspende, würde ein anderes Licht auf euch werfen. Wieso kann ich die gerade nicht zu meinem Klientelkönigtum machen? Weil ich so viele hab? Nee. Handelsabkommen ist auch groß. Okay. Ja. Da kann ich mich dann schneller auf die. Ja, geht weg. Geht einfach nur weg. Danke. Da kann ich mich auch schneller auf die Partia. Im Krieg werden wir ehrbare Feinde sein. Seid gewiss, mein ehemaliger Freund, dass Dunkelheit und Verzweiflung über euer Volk fallen werden. Ha! Aber das finde ich geil. Dass er sagt, seid gewiss, mein ehemaliger Freund. Also, und vor allen Dingen im Krieg werden wir ehrbare Feinde sein. Das finde ich auch cool. Also, da war ja ein Klientel von mir. Was nicht so toll ist gerade. Ja, oh, wir spielen schon wieder eine Dreiviertelstunde. Gut, dann machen wir die Schlacht, die nächste Runde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. War auf jeden Fall eine spannende Schlacht. Fand ich. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.